Hallo, hier ist das Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man mit dem Project Gutenberg zu kostenlosem Lesestoff für sein Kindle oder auch für andere E-Book-Reader kommt. Das Project Gutenberg wurde schon 1971 gegründet und hat sich halt zur Aufgabe gemacht, kostenlose E-Books zur Verfügung zu stellen. Das ist möglich, weil bei den meisten dieser Bücher die Copyrights schon abgelaufen sind. Ich gehe also hier auf der Startseite erstmal auf die Sprache Deutsch. Und wähle dann hier die Buchsuche an. Jetzt kann ich hier unter Sprache der Bücher einstellen, dass ich alle deutschen Bücher kriegen möchte. 823 sind das derzeit. Ja, jetzt lasse ich mir das, lasse ich mir die ganzen Autoren anzeigen. Und man sieht, da sind zum Beispiel Shakespeare, Franz Kafka, Goethe, Schiller. Alles so dabei, was man eigentlich braucht, ja? Mark Twain, Heinrich Mann, Heine, Hoffmann, Schiller. Was will man denn mehr? So, hier auf der zweiten Seite zum Beispiel, da sehe ich doch Bücher von Dostojewski, den ich immer ganz gerne lese. Da will ich doch mal hingucken. Was gibt es denn da? Den Großinquisitor. Ja, das finde ich aber sehr interessant. Und jetzt bin ich also hier, auf der Download-Seite und kann mir eine Version für mein Kindle herunterladen. Das mache ich doch mal und lass speichere das einfach ab. So, es wurde vollständig heruntergeladen. Und jetzt muss ich mir diese Datei nur noch auf meinen Kindle schicken und das mache ich per E-Mail. So, in unserem Beispiel zum Beispiel habe ich ja hier diese Images Mobi. Gehe ganz einfach bei Senden an einen E-Mail-Empfänger. Und schick das jetzt einfach an mein Kindle. Das war's schon. So, über die Whisperlist-Technologie des Kindles ist also der Großinquisitor von Dostojewski gerade angekommen auf meinem Kindle und ich rufe den mal auf. Man sieht hier also die Startseite, alles wunderbar. Und jetzt kann ich da wie bei jedem anderen Buch durchblättern. Da ich ja hier eine mit Images habe, gibt es sogar das original alte Cover. Und jetzt sieht man hier die Seiten, die eigentlichen Seiten, schön aufgeräumt, wunderbar zu lesen. Insofern, ich finde dieses Projekt Gutenberg, Project Gutenberg, eine wahnsinnstolle Alternative, um an kostenlosen Lesestoff zu kommen. So ungefähr 860 Bücher stehen da im Augenblick auf Deutsch zur Verfügung. In allen Sprachen zusammen sind es mehrere 10.000. Das müsste ja für einige Leseabende reichen. Die Schritt-für-Schritt-Erklärung findet ihr auch im beistehenden Text. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss!